Ja, man kann sich ja mal immer mal ein bisschen spielen, aber wissen nicht, jetzt hatte ich schon dann die Faxen dicker. Ich hatte schon fast die Faxen dicker, als ich es gestartet habe. Sonst hat es mir eigentlich immer mega Bock gemacht. Ja, ich weiß auch. Ja, und ich habe mich die ganze Zeit erwischt, dass ich Leertaste gedrückt habe wegen Wulsen. Ich wollte als eine Ausweichrolle machen. Ach so, ja, stimmt, ich auch. Ich dachte mir, irgendwie kannst du doch hier immer rollen oder vorwärts. Ja. Schnell, aber nee, nichts. Nee, weiß nicht, Hand irgendwie macht mir da wesentlich mehr Spaß. Also es ist momentan immer noch mein Lieblingsspiel. Mhm. Miau-Patterie. Jo. Oh. Kannst du den kaputt schießen? Oh, eine Kasse. Ja. Oh, hier ist ein Feind in der Nähe. Der Hinweis ist ganz laut. 50. Ey, Matze, hast du vielleicht das Spiel The Forest? Ja. Aber darauf hätte ich auch mal Bock, das im Multiplayer zu spielen. Achso, da hast du bisher mal alleine gespielt? Ja. Ein bisschen gegen Mutanten überleben. Oh, der eine chillt auf dem Dach. Da drüben. Ich lauf mal hinten rum. Aber ich glaube, sein Mate ist noch ein bisschen näher. Der läuft gerade auf Blech rum. Also der ist immer noch auf dem Dach. Ja, Schritt auf dem Dach. Ja, das bin ich auch. So. Ah, ich sehe ihn nicht mehr auf dem Dach. Ich sehe ihn aber. So, jetzt höre ich ihn nur noch. Ja, der ist gerade gerannt irgendwo. Ich hab ihn. Sehr schön. Aber sein Mate ist noch hier. Der Hinweis ist immer noch laut. Oh fuck, der sitzt hier direkt. Abgestochen. Ist ja gut. Hey, warum muss ich den mit dem Bajonett zweimal abstechen? Keine Ahnung. Ich habe gedacht, einmal reicht. Normalerweise ja. Hockt der da einfach vor dem Hinweis? Ich glaub's nicht. Der Sack. Da kann ich ja jetzt Waffen tauschen. Ja. Hat die Sparks Scharfschütze, aber war da seine Pistole? Der andere hat in den Nagern Schall gedämpft. Warte, der hat seine Zweitwaffe, Alter. Jedenfalls der Typ immer noch auf dem Dach. Ja, also das Gewehr ist runtergefallen vielleicht. Ach, die Pistole liegt hier. Nein, ich wollte aufheben.
Und vor allen Dingen, irgendwie, mein DH hat irgendwie keinen Schaden richtig rausgehauen. Echt? Ich meine, wenn der mal gelevelt ist und alles, ja, dann macht er schon Schaden. Aber jetzt, auf diesen unteren Stufen, hat er nicht das Gefühl, dass ich da Schaden verursache. Und meiner war auf einmal so langsam, ihr wart alle viel, viel schneller. Ja, aber du hast gut Flächenschaden gemacht mit deinem Vieh. Ja, und meine ganzen Begleiter haben auch ganz gut Schaden gemacht. Mhm. Aber der Monk auf einmal, ja, bei dem ging es auf einmal ab. Oh, oh, hier vorne kommen welche. Oh, weiter hinten kommen auch noch welche. Die knallen gerade einen Emulator ab. Oh ja, hier vorne beim Bäumen. Eine Lady. Hier hockt er. Ah, fuck, der hat mir meinen Kill geklaut. Ja, mein auch. Irgendwo da hinten. Oh, da. Da steht einer. Und hier rechts kommt einer. Bein. Sehr schön. Da steht aber... Ah, oh nee, das ist ein Zombie. Ah, den Typ, der die Brandbombe geworfen hat, den habe ich gehittet. Der ist da hinter dem Stein. Mhm. Nee, da. Hab ihn. Sehr schön. Da muss aber jetzt noch einer sein, oder? Ja. Außer der eine Typ war solo. Aber den Typ, den ich gerade abgeknallt habe, der müsste vielleicht noch einen Partner haben. Ja. Ich denke, dass der, den ich hier hinten abgeknallt habe, am Balkon... Der gehört zu der Lady, der... Ja. Hm, denke ich auch. Soll ich mich mal Richtung Balkon schleichen und mal gucken? Ja, kannst du versuchen. Warte, ich gehe hier hinten rein. Oh, Hühnerstall war nicht besetzt. Oh, Alter! Was war denn das? Eine Stacheldrahtbombe oder sowas. Oh, und da rennt auch noch einer. Ja. Oh, jetzt. Bewegung. Fuck! Ah, jetzt hat er eine Giftbombe auf dich geworfen. Hm. Das sind zwei. Gut, einen hast du. Sehr schön. Alter. Durch den Waggon. Ja. Und durch das scheiß Gitter da. Oh, geil. Der ist auch schön. Ich muss aufpassen, dass der mich nicht irgendwie abknallt. Mhm. Waren das zwei gewesen jetzt, die da gerannt sind? Ja, das war der Typ, den habe ich vorher schon mal gekillt. Mhm. Den hat er wieder aufgehoben. Da siehst du ihn. Auf der da oben. Da ist da vorne irgendwie schon. Ja, da vorne. Fuck. So war das kein Headshot, Alter. Drüber geschossen, haarscharf. Ja.
Da fuchtelt doch einer rum. Aha, Hit. Da fuchtelt doch einer rum. Ja, mit seinem Gewehr. Pass auf, dass er dann nicht durch das Dach schießt, oder? Da ja, oben. Oder durch die... Oh. Oh, wieder nur ein Hit. Scheiße. Oh Mann, ich hätte besser die Label mitnehmen sollen. Aha. Diese ganz hinterhältiger Camper-Nachttopf, der normalerweise ja scheinbar nichts kann. Vor allem anstatt einfach den Boss zu machen. Aber vielleicht ist der Typ auch so. Denke ich schon. Aber wo ist der Lümmel jetzt wieder hin? Gute Frage. Ich habe keinen Bock, dass der auf einmal von hinten mir guten Tag sagt. Dann geh erstmal Richtung Dings bei der Ziegelei und guck mal dann auf der anderen Seite. Achso, ich soll jetzt Richtung Ziegelei und einen Bogen da drüben. Genau, genau. Ah, okay. Weil ich laufe ja nicht weg. Ja. Und solange die mich nicht anfackeln, ist alles okay. Nein. Alter! Scheiße, habe ich mich erschrocken. Ja, ich mich auch. Scheiße, Mist. 10 Meter. Alter. Ist das da hinter einem scheiß Baum? Shit. Mist. Auf jemanden gewartet hat. Idiot.